Die Bundesrepublik gibt an, dass sie 50 Jahre Frieden gehalten hat. 40 Jahre davon war das Verdienst der DDR. 10 Jahre haben sie selber noch geschafft, also sie waren noch nicht auf der Höhe, aber nach 10 Jahren hat der Bundeskanzler das Völkerrecht gebrochen und hat Jugoslawien überfallen. Eindeutig. Das war Völkerrechtsbruch. Bruch der UNO-Charta. Und nach etlichen Jahren hat er es auch zugegeben. Es ist ein toller Wahn zu glauben, die Kapitalisten würden sich gutwillig dem sozialistischen Verdikt eines Parlaments, einer Nationalversammlung fügen. Sie würden ruhig auf den Besitz, den Profit, das Vorrecht der Ausbeutung verzichten. Die imperialistische Kapitalistenklasse überbietet als letzter Spross der Ausbeuterklasse die Brutalität, den unverhüllten Zynismus, die Niedertracht aller ihrer Vorgänger. Sie wird ihr Allerheiligstes, ihren Profit und ihr Vorrecht der Ausbeutung mit Zähnen und mit Nägeln, mit jenen Methoden der kalten Bosheit verteidigen, die sie in der ganzen Geschichte der Kolonialpolitik und in dem letzten Weltkrieg an den Tag gelegt hat. Sie wird Himmel und Hölle gegen das Proletariat in Bewegung setzen. Sie wird das Bauerntum gegen die Städte mobil machen. Sie wird rückständige Arbeiterschichten gegen die sozialistische Avantgarde aufhetzen. Sie wird mit Offizieren Metzeleien anstiften. Sie wird jede sozialistische Maßnahme durch 1000 Mittel der passiven Resistenz lahmzulegen suchen. Sie wird lieber das Land in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandeln, als freiwillig die Lohnsklaverei preisgeben. All dieser Widerstand muss Schritt um Schritt mit eiserner Faust und rücksichtsloser Energie gebrochen werden. Der Gewalt der bürgerlichen Gegenrevolution muss die revolutionäre Gewalt des Proletariats entgegengestellt werden. Also einmal haben wir gelernt aus dem Versagen der Femmerrevolution und wir haben unseren Staat geschützt durch die Grenze. Durch den Grenzwall, durch die Mauer. Ja? Und das war wichtig, das war eine Friedensmauer. Das war eine Notwendigkeit zum Schutz unseres Staates, zum Schutz der Produktionsverhältnisse, dass sie in die Hände der Arbeiter kamen und dort geblieben sind. Damit konnten wir die DDR aufbauen. Und dann sind immer wieder versucht worden, Regime-Change durchzuführen, zu 1953. Und dann die Bevölkerung hat das mitentdeckt, dass diese Leute Waffen deponiert hatten in der Mülldeponie bei mir in meiner Heimatstadt Plauen. Und die Kinder hatten diese Waffen gefunden. Und die Eltern, die Mütter, sind zur Polizei und haben die Polizei informiert. Daraufhin war es uns möglich, alle Register zu ziehen und unseren Staat zu schützen. Es wurde in allen Städten vom Westen beeinflusst über die Geheimdienste dieser Aufstand, wie sie es nennen, geführt. Es wurden Kinder ermordet. Zum Beispiel in Leipzig, ein junger Pionier wurde mit seinem Halstuch erdrosselt. Das waren Gräueltaten, aber die spricht man heute schön. Die Grenzsicherung war notwendig. Das war eine große Anstrengung für die Grenzsoldaten einmal und auch für die Familien. Sie haben den Zugriff aufs Volkseigentum verwehrt. Die Produktionsmittel waren in den Händen des Volkes. Und die wollten das, die Bourgeois in der Bundesrepublik haben von 45 an alle Mittel eingesetzt, studiert, Institute, alles, um das aufzuweichen, um das zu unterlaufen. Und das verzeihen die uns nie. Darum wollen sie ja die DDR auch so kaputt machen. Nachträglich noch, ne, dieses Siegerjustiz. Sie wollen an die Grenze heute noch ran.
Und da ist sie in jedes Mittel recht. Ob sie da über die Familien gehen und dann die Akten einsehen wollen, um die Grenzer noch vor Gericht zu zerren, das spielt keine Rolle. Und deshalb wäre es eben gut, wenn wir wirklich das Bewusstsein vertreten würden, dass die Familie die kleinste Zelle der Gesellschaft ist. So wie es in unserer Verfassung festgeschrieben wurde. Diese Erfahrung, die die DDR-Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, in wie vielen Bereichen alle arbeiten mussten, Neulehrer, Bildung, Gesundheitswesen, alles. Das wurde von der gesamten Bevölkerung in Angriff genommen. Und diese Erfahrung ist da. Und meine Kinder wissen noch, wie ich als Krankenschwester gearbeitet habe. Wie ich als Krankenschwester HBO-Sekretärin war, als Jüngste, 1966, und unsere Interessen vertreten habe. Und das wurde von den Genossen, von den einfachen Genossen unterstützt. Mich gestört, dass ich mit 4 Kindern durch die Gegend gezogen bin. Ja? Wir haben für unsere Menschen diesen Staat gefestigt, auf allen Ebenen, und haben ihn vertreten. Und das kann die Bourgeoisie nie vergessen. Deshalb will sie die Arbeiterklasse in unendliche Atome zersplittern und niedertreten. Die will die in Dreck treten. Und das macht sie. Fernsehen an, der Dreck geht los. Ja? Und das ist kein Bildungsfernsehen. Es kostet nur Geld. Man sollte sich das angucken, wo objektive Menschen darauf hinweisen, was in diesen kapitalistischen, in dieser Geopolitik los ist, dass die Kriegsvorbereitung auf höchstem Turm läuft, ja? Dass der Frieden gefährdet ist, dass die Menschen ihr Glück in die eigenen Hände nehmen müssen. Ja? Sie müssen dafür eintreten, was sie wollen. Und sie müssen ihre Kinder vertreten, denn die Zukunft muss den Kindern gehören. Und da haben wir die Pflicht, mitzuhelfen. Da schützt das Alter uns nicht. Ja? Und der Hass wird bleiben, die Bourgeoisie. Und deshalb holt die sich auch die Faschisten an Bord. Bourgeoisie kann nur in letzter Instanz regieren, wenn sie den Faschismus hochhält.